Lektion 13. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Lasst uns die Situation vorstellen unseres Urzustands im Himmel, sozusagen vor dem Sündenfall. Dieser Zustand war vollkommen. Im Himmel war nur eins sein, für alles wurde gesorgt, Angst war überhaupt vollkommen unbekannt, es gab kein Problem im Himmel, kein Konflikt, alles war vollkommen. Und die symbolische Nacktheit von Adam und Eva zeigt, es war keine Scham da, es war keine Schuld da, es war einfach nur Liebe und Einssein da. Üppig für alles war gesorgt. Das sind ja nur Bilder, ne? Das ist ja nur eine Geschichte. Und diese Geschichte ist einfach ein Symbol für den Urzustand. Und dann ist dieser Sündenfall geschehen, scheinbar, eben nur scheinbar, weil der Sohn Gottes eingeschlafen ist. Das ist ja der Sündenfall, wie Jesus ihn in einem Kurs in Wundern beschreibt. Der Sohn Gottes ist lediglich eingeschlafen. Und weil es unmöglich ist, sich von Gott zu trennen, es ist einfach unmöglich. Das macht der Kurs ganz klar. Und das kommt hier auch heute in der Lektion gleich im zweiten Satz. Das ist die Bedeutung des zweiten Satzes. Tatsächlich ist eine bedeutungslose Welt unmöglich. Es ist unmöglich, weil es unmöglich ist, sich von Gott zu trennen. Und deswegen ist jeder Zustand getrennt vom Himmel, außerhalb des Himmels, nichts als tiefer Schlaf. Und diese ganze Welt außerhalb des Himmels ist nichts als tiefer Schlaf. Und was ist Schlaf? Bedeutungslos. Träume im Schlaf, bedeutungslos. Sie sind nicht wirklich. Und nichts ohne Bedeutung existiert, sagt er hier. Es existiert nicht, weil es nicht möglich ist. Alles, was existiert, ist Gott. Nur Gott existiert. Und Gott ist diese Vollkommenheit des Himmels. Und alles, was nicht die Vollkommenheit des Himmels ist, existiert nicht, ist Illusion. So, und deswegen, wir nehmen hier diese bedeutungslose Welt wahr. Zu wie viel Prozent? Ach, ja, gut, das können 100 sein, das können 99 sein, es können auch weniger sein bei manchen Menschen. Und es werden auch weniger, wenn wir vergeben. Aber der Prozentsatz ist sehr hoch. Und das ruft Angst hervor. Ne? Denn es ruft im Grunde, ist es immer wieder das Hervorrufen des Augenblicks des Sündenfalls, des Fallens in den tiefen Schlaf. Immer wieder dasselbe. Die Angst. Denn als der Sohn Gottes in diesen tiefen Schlaf fiel, weil er gerne unabhängig vom Vater etwas machen wollte, scheinbar sein eigenes Ding machen wollte und dann in diesen tiefen Schlaf gefallen ist und diese vollkommene Getrenntheit von Gott plötzlich da war, das hat ihm eine dermaßen eine wahnsinnige Angst hervorgerufen in seiner Getrenntheit, auch Angst vor Rache, Angst vor Strafe, Angst, also er fühlte sich schuldig, das ganze Ding der Schuld war plötzlich da. Was habe ich getan? Ich habe mich von Gott getrennt. Und genau das ist das, was wir im Grunde, aber nicht bewusst, ja, aber unbewusst ist genau dieser Moment immer wieder die Wiederholung. Also immer wieder, wenn wir eine getrennte, bedeutungslose Welt wahrnehmen, ist es immer mit der Schuld verbunden, ich habe mich von Gott getrennt. Und das ist immer die Angst, die da hervorgerufen wird, aber natürlich nicht bewusst. Weil wir das nicht mit Gott in Verbindung bringen, die Angst, die wir jetzt haben.
Und hier steht, das Erkennen der Bedeutungslosigkeit ruft in allen Getrennten intensive Angst hervor. Und jeder hier auf der Erde hat Angst. Er kann sagen, ich habe keine Angst, wir haben alle Angst. Jeder hier hat Angst, weil es dazugehört. Er kann das verleugnen, dass er sie hat, aber das stimmt nicht. Denn wenn wir von Gott getrennt sind, dann ist Angst ganz klar, die muss da sein. Das ist, weil sofort die Bedrohung da ist, des Körpers. Und er stellt eine Situation dar, in der sich Gott und das Ego gegenseitig im Hinblick darauf herausfordern, in Anführungsstriche, wessen Bedeutung in den leeren Raum geschrieben werden soll, den die Bedeutungslosigkeit zur Verfügung stellt. Das Ego stürmt wie wild geworden hinein, um dort seine eigenen Ideen zu begründen, voller Angst, die Leere werde womöglich sonst dazu benutzt, seine eigene Machtlosigkeit und Unwirklichkeit aufzuzeigen. Und nur in dieser einen Hinsicht hat es recht. Und es ist natürlich völlig klar, dass nur das Ego das tut, weil Gott hat sowas ja gar nicht nötig. Gott ist. Gott muss nichts beweisen, Gott muss nichts tun, Gott ist einfach. Aber das Ego hat Angst und das stürmt da hinein und das fordert Gott heraus. Das tut Gott nicht, denn Gott ist einfach. Und es ist wichtig für uns, dass wir lernen, das wirklich zu erfassen und ohne Angst zu akzeptieren. Denn wenn wir Angst haben, weiterhin, dann können wir uns nicht befreien, dann können wir uns nicht öffnen für das, was der Heilige Geist uns lehren will. Und dann werden wir weiter projizieren mit dem Ego auf die Welt schauen und alles hier immer wieder wahrmachen, unbewusst von der Angst, die das alles hervorruft, unbewusst, dass ich eigentlich immer wieder diesen Ursprungssündenfall wiederhole, erlebe auf unbewusster, tief unbewusster Ebene. Und ein Kurs in Wundern ist ein Werk, also die Arbeit mit dem Heiligen Geist, die findet auf tief unbewusster Ebene sogar statt. Das ist eben das, er befreit, er heilt unseren Geist auf Ebenen so tief und die wir überhaupt nicht erreichen können, mit keiner psychologischen Behandlung und mit keiner können wir nicht, aber der Heilige Geist kann das. Und es ist wohl ziemlich sicher, dass wenn wir die Übung unten machen, ich betrachte eine bedeutungslose Welt, wenn wir uns umschauen und dann diesen Abschlusssatz sagen, eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst, weil ich denke, ich sei in Konkurrenz mit Gott, dass wir dann, also über diese Idee, ich bin in Konkurrenz mit Gott, Widerstand fühlen könnten. Und dieser Widerstand, der ist einfach deswegen da, weil wir uns dessen vollkommen unbewusst sind. Das Ego ist in Konkurrenz in Gott. Es muss in Konkurrenz mit Gott sein, weil es seine eigene Auslöschung ist, wenn Gott erkannt wird. Dann ist es sein Tod, dann verschwindet es, weil das Ego ist Illusion. Wenn Gott und das Ego zusammengebracht werden, dann ist es so, wie wenn Dunkelheit und Licht zusammengebracht werden. Und wenn man das zusammenbringt, dann verschwindet die Dunkelheit. Bring Licht in die Dunkelheit verschwindet. Das heißt, das Ego kämpft darum, mit allen Mitteln, um seinen Platz hier, damit Gott bloß keinen Raum bekommt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das ohne Angst akzeptieren, diese Bedeutungslosigkeit akzeptieren, erfassen. Und wie es in der Einleitung steht, es wird wirklich nicht erwartet und du brauchst es an diesem Punkt nicht zu verstehen. Wichtig ist einfach die Übung zu machen
Und einfach mal zu schauen, was es alles in dir hervorruft, was vielleicht bisher unbewusst ist. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst.